Du bist total steif und unbeweglich und mit den meisten Videos hier auf YouTube gleich mal überfordert, hast aber auch keine Lust, in ein Yoga-Studio zu gehen, dann ist diese Reihe Dehnen für Unbewegliche genau das Richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Marcel Clementi und hier findest du jeden Mittwoch eine neue Folge von meinem Good Vibes Podcast und jeden Sonntag eine neue Yoga-Einheit. Also mein Ziel ist es, dir zu helfen, ein achtsameres und auch ein beweglicheres Leben zu führen. Für diese Einheit heute brauchst du nicht mal eine Yogamatte. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Zeit für dich selber und Geduld, weil es natürlich ein bisschen dauert, bis sich deine Beweglichkeit verbessert. Aber ihr habt schon zahlreiche Videos hochgeladen. Es gibt von dieser Reihe ganz, ganz viele Videos. Du kannst entweder beim ersten Teil starten oder heute mit diesem Video starten und dir einfach diese Teile rauspicken, die dir am meisten Spaß machen. Weil das ist das Wichtigste, dass du Spaß dabei hast, weil nur dann bleibst du dabei und nur dann wird sich auch was verändern. Bevor wir mit diesem Video starten, würde ich dich bitten, den Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst, den Like-Button zu drücken und wenn dir diese Videos gut tun, dann schick sie doch gerne auch an 2, 3 deiner Freunde weiter. Ich sage vielen Dank. Am Ende von diesem Video habe ich heute eine ganz besondere Übung für dich vorbereitet. Könnte ein bisschen eine Herausforderung sein, aber nichts, was wir zwar nicht gemeinsam meistern. Ich freue mich auf die Einheit mit dir. Wann immer du bereit bist, schnapp die Matte. Und los geht's. Bevor wir starten, an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an meine Patreon-Community. Ohne euch wäre es mir überhaupt nicht möglich, jede Woche ein neues Yoga-Video hochzuladen und auch so viel Zeit für den Podcast und für den YouTube-Kanal zu haben. Ihr müsst dann wie vor ein paar Jahren noch von einer Yogastunde zur nächsten hetzen und hättet niemals die Zeit. Also vielen, vielen Dank für die Patreon-Community, für die Mitgliedschaft, für die Unterstützung. Falls auch du regelmäßig mit mir Yoga machst, jetzt schon länger dabei bist und dir denkst, eigentlich, mir tut es richtig gut, der Marcel hilft mir da dabei. Und du sparst dir so die Zeit ins Yogastudio und auch natürlich den Preis der Yogastunden, dann überleg doch auch gerne, Teil meiner Patreon-Community zu werden, um mich zu unterstützen für das Equipment und um weiterhin meinen Traum zu verfolgen und kostenlosen Inhalt hochzuladen. Mit deiner Mitgliedschaft kriegst du gleichzeitig Zugriff auf Live-Yoga. Wir lernen uns persönlich kennen. Du kannst mir deine Fragen stellen, auch zu den einzelnen Positionen. Und je nachdem, für welche Mitgliedschaft du dich entscheidest, kriegst du zusätzlich auch noch leckere Rezepte, geführte Meditationen, spannende Vorträge und vieles mehr. Schau es dir gerne mal an. Alle Infos unten in der Videobeschreibung unter diesem Video oder hier der Link, um das mal anzuschauen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen und bedanke mich nochmal von Herzen für deine Unterstützung. Wir starten im Schneidersitz. Ich weiß, dass für viele der Schneidersitz eine Herausforderung ist, wie es auch für mich lange Zeit war. Das ist ganz egal, wenn die Knie da oben sind und das am Anfang noch ein bisschen schwierig ist. Wichtig dabei ist, dass dein Rücken möglichst gerade bleibt. Also nicht so reinhängen, sondern wirklich schauen, dass der Rücken gerade ist. Vielleicht willst du dir auf was draufsetzen, dass du ein bisschen höher bist, auf ein dickes Buch zum Beispiel oder einen Yoga-Block, wenn du sowas haben solltest, zufällig bei der Hand. Ansonsten geht es auch so. Wichtig ist der gerade Rücken und dann starten wir wie immer mit 5 tiefen Atemzügen. Leg die Hände ganz gemütlich ab, schließ die Augen, atme tief durch die Nase ein. Und auch durch die Nase wieder aus. Versuch dir da mal ganz bewusst auf die Atmung zu konzentrieren, ohne mit den Gedanken abzuschweifen. Das ist schon eine Form von Meditation, von Achtsamkeit, wenn du dich auf den Moment konzentrierst. Versuch da tief bis in den Bauch zu atmen, rauf zur Brust, zieh den Rücken noch mal mehr in die Länge. Mit der Ausatmung entspann dein Gesicht. Ein letztes Mal so tief wie möglich ein. Und vollständig aus. Öffne die Augen, sehr gut. Wir verschränken die Finger ineinander und dann kreist da ein bisschen mit den Handgelenken, um sie aufzuwärmen.
Und dann schüttel alles aus. Wir gehen vor auf alle Viere. Die Arme schulterbreit, die Beine hüftbreit, die Zeigefinger schauen nach vorne und die Schultern sind da circa über den Handgelenken ausgerichtet. Wir wärmen die Wirbelsäule auf, mit der Einatmung Becken nach hinten kippen, Brust heben, der Blick nach oben. Ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken, streckt die Arme durch. Jetzt wieder einatmen, Becken kippen, leichtes Hohlkreuz, Brust nach oben ziehen, der Blick geht hoch. Und ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken, streckt die Arme durch. Das Ganze nennt man Katze Kuh, macht es gerade noch ein paar Mal. Und atme dabei durch die Nase ein und aus. So, der Mund bleibt beim Yoga geschlossen, außer man möchte mal gezielt durch den Mund ausatmen. Aber durch die langsame Nasenatmung beruhigen wir das Nervensystem, bauen so Stress ab und gleichzeitig verbessern wir unsere Beweglichkeit. Was will man mehr? Alles dabei. Mein letztes Mal. Und dann komm wieder in eine neutrale Position. Öffne die Knie Stückele weiter. Falls du eine Yogamatte hast, dann so breit wie deine Matte. Ansonsten einfach ein bisschen weiter als hüftbreit, um dich zu orientieren. Das Becken geht auch hier wieder nach hinten, also leichtes Hohlkreuz. Und dann wandern wir jetzt aber mit den Händen weit nach vorne. Einerseits solltest du es in den Beininnenseiten, in den Adduktoren spüren, aber auch eine angenehme Dehnung in der Brust, im Schulterbereich. Gerne den Kopf langsam nach unten bringen, vielleicht hängen lassen. Die Brust muss die Matte nicht berühren. Kann sie, muss sie aber nicht. Wenn der Bauch die Matte berührt, ist auch nicht schlimm. Ist ganz egal. Hauptsache, du fühlst dich wohl in deiner Haut. Tust was für dich, für deinen Körper. Versuch den Druck noch etwas zu erhöhen, ganz sanft. Letzter Atemzug. Und dann komm langsam wieder hoch. Und von da legen wir uns auf den Bauch. Leg die Zehen auf die Matte ab. Drück sie fest nach unten, sodass sich die Oberschenkel anspannen. Die Hände gehen seitlich neben deine Brust. Die Ellbogen nah zu dir. Und mit der Einatmung heb den Oberkörper in die Luft. Der Blick geht nach unten, nicht nach vorne, sondern nach unten für einen langen Nacken. Du musst mich gerade nicht sehen, du musst mich nur hören. Konzentrier dich da mal auf den unteren Rücken, schau, ob du da Spannung findest. Ganz wichtig, den Rücken immer wieder zu kräftigen. Die Hände helfen da nicht mit. Löse mal die Hände von der Matte, um zu kontrollieren, dass die Kraft wirklich aus dem Rücken kommt. Halt mal noch für 5, 4, 3, 2, 1, langsam wieder Richtung Matte ablegen. Von da drück dir nach hinten, setz dir auf die Fersen drauf und wandere mit den Fingerspitzen weit nach vorne und dann auf die linke Seite. Gern runter von der Matte, beide Arme auf die linke Seite, fest durchstrecken, den Kopf einfach hängen lassen. Wir spüren die Dehnung seitlich im Oberkörper, atme auch hier tief durch die Nase ein und aus. Letzter Atemzug. Und dann wechseln wir die Seite. Gehen nach rechts, beide Arme wieder fest durchstrecken. Gern den Kopf einfach hängen lassen. Tief einatmen. Vollständig aus. Komm wieder zurück zur Mitte. Arme schulterbreit, stell die Zehen auf und komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Die Hände fest in die Matte drücken, die Arme durchstrecken, aber gerne Bewegung in den Beinen. Du kannst die Knie gebeugt lassen. Wenn die Fersen die Matte nicht berühren, ist ganz egal. Meine sind da auch weit davon entfernt, trotz des fast täglichen Yoga, was ich mache. Aber um das geht's nicht. Wichtig ist, dass der Rücken schön lang wird. Der Blick gerne nach hinten zu den Füßen, nicht nach vorne.
Immer schauen, dass der Nacken schön lang bleibt. Nicht, dass wir da zusätzlich Verspannungen hinbringen. Da sind wir oft schon verspannt genug. Da werden wir jetzt auch noch ein, zwei Übungen für den Nacken einbauen. Ganz spontan. Können nie schauen. Falls auch du dir besondere Übungen wünschst, kannst du jederzeit einen Kommentar schreiben. Ich versuche das immer zu beachten, was die Community sich wünscht. Und dann versuche auch hier noch zwei, dreimal tief zu atmen. Sehr schön. Wander mit den Händen nach hinten, sodass du in der Vorbeuge kommst. Die Füße hüftbreit voneinander entfernt und den Oberkörper einfach hängen lassen. Auch hier Kinn zur Brust, lockerer Nacken. Du kannst die Ellbogen greifen oder einfach die Arme hängen lassen. Die Knie bleiben gebeugt. Wandere mit den Händen wieder nach vorne in den herabschauenden Hund und steig mit dem rechten Fuß zur rechten Hand. Egal wie du das machst, Zwischenschritt, kurzer Trinkpause, egal wie, Hauptsache das Bein ist da vorne, ohne umzukugeln. Gut, Knie bleibt circa über dem Fußgelenk ausgerichtet und dann schieb die Hüfte nach unten und vor. Sollte das wehtun im Knie, kannst du die Matte einrollen oder was drunter legen, eine Decke, ein Polster. Schieb die Hüfte nach unten und vor und dann arbeiten wir da am Hüftbeuger. Du kannst jetzt die Arme hochstrecken, dann hast du seitlich wieder diese Dehnung im Oberkörper oder du legst die Unterarme im Oberschenkel ab. Und falls du jetzt schon ein bisschen länger dabei bist und da denkst, den Low Lunge, den kenne ich schon, habe mir wieder was Spezielles für dich ausgedacht. Du kannst es gern ausprobieren, musst aber nicht. Ist nur eine Option. Bring den Fuß ein bisschen näher zu dir, stell vom hinteren Fuß links die Zehen auf und dann heb dein Knie, aber bleib tief. Da arbeiten wir einerseits an der Kraft, aber auch an der Beweglichkeit. Und dann halten wir da für 5. 4 ist schon zart, ist schon anstrengend, aber packen wir schon. 3, 2, 1. Und dann nochmal in den Low Lunge, ein bisschen genießen. Ein bisschen genießen. Die Sonne. Genieß die Sonne. Auf jeden Fall einmal draußen Yoga machen, kann ich da auch nur empfehlen. Das liebe ich bei den Yoga Retreats so, wenn wir draußen am Berg Yoga machen. Herrlich. Uns geht's gut. Und dann bring beide Hände wieder auf die Matte, steig nach hinten in den Stütz. Wir halten hier kurz. Schau, dass du dich schön aus den Schultern rausdrückst. Nicht im Hintern nach unten hängen, dann ein bisschen nach oben. Ganz, ganz wichtig. Mit der Einatmung schiebt das Gewicht vor, bring gerne die Knie auf die Matte und dann ganz langsam Richtung Matte nach unten. Sehr gut. Zehen auflegen, einatmen, Brust heben. Kennen wir schon von vorher. Kannst die Hände wieder heben oder auf der Matte lassen. Kannst ja nur eine Hand heben. Na Spaß, das macht keinen Sinn. Beide Hände oder keine Hände. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit mit mir. Ich habe immer eine gute Zeit mit dir. Langsam wieder Richtung Matte, drück die nach hinten. Und von da stell die Zehen auf, herabschauender Hund. Kontrollier wieder kurz, Arme schulterbreit, Beine hüftbreit. Die Knie gerne leicht gebeugt, diesmal ohne Bewegung. Wichtig aber wieder ein langer Rücken. Kurz noch halten. Nimm noch einen tiefen, bewussten Atemzug. Mit den Gedanken wirklich bei dir, bei der Übung, bei der Atmung. Und dann wieder der geschmeidige Schritt nach vorne. Hinteres Knie absetzen und dann gehen wir da in den Low Lunge. Auch hier, wenn es im rechten Knie unangenehm ist, was drunter legen, die Matte rollen, Hüfte nach unten und vorschieben. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass das Knie nicht zu weit nach vorne geht. Wenn du das Gefühl hast, dass sich die Ferse von der Matte löst, dann stell den Fuß weiter vor. Option 1, Arme hoch. Option 2, der gemütliche Low Lunge
Oder Option 3, hinten die Zehen aufstellen, Knie hoch, kurz nochmal halten. Für 5, 4, 3, 2 und 1 wieder absetzen. Wie gesagt, ist nur eine Option. Hätte ich eher davor nochmal betonen sollen, nicht danach. Beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Aber alles ist eine Option. Wir können über so viel entscheiden, mit wem du deine Zeit verbringst, was du in deiner Freizeit machst. Deinen Job kannst du in den meisten Fällen aussuchen. Und somit entscheiden wir unser eigenes Glück. Steht sogar da. Happiness is a choice. Das Glück ist deine Entscheidung. So wie auch die Asanas zu machen, auf deinen Körper zu schauen, ist wichtig. Auch da wieder kurz genießen, nur tiefer Atemzug. Und dann bring beide Hände auf die Matte, steig nach hinten in den Stütz. Mach mal einen Liegestütz, dass wir jeden sagen können, wir haben halt schon Liegestütze gemacht. Einatmen, schieb nach vorne, ausatmen, langsam ablegen. Zehen auflegen, kleine Kobra. Da halt immer gerne ein bisschen, damit der Rücken auch wirklich arbeitet. Falls du etwas höher gehen willst, dich leicht mit den Händen abstützen möchtest, dann probier das mal, roll aber die Schultern schön nach hinten. Langsam wieder Richtung Matte. Drück dich zurück in die Child's Pose. Und von da Zehen aufstellen, herabschauender Hund. Tief einatmen und vollständig ausatmen. Leg die Knie auf der Matte ab, setz die hinten auf die Fersen drauf. Sollte das unangenehm sein, dann kannst du auch in der kniende Position gehen, lass die Arme seitlich hängen. Stell dir vor, du haltest in der rechten Hand ein Gewicht, der Arm zieht nach unten und der Kopf geht nach links. Dann spüren wir da seitlich im Nacken eine sanfte Dehnung. Wenn du magst, kannst du mit der linken Hand zur rechten Schläfe greifen, sanft den Druck erhöhen. Schließ gern die Augen, nimm 5 Atemzüge. Stell dir vor, wie mit der Ausatmung das Gewicht etwas schwerer wird. Noch für 2. 1. Komm wieder zurück zur Mitte. Nimm das Gewicht in die andere Hand. Linker Arm zieht nach unten, Kopf geht nach rechts. Auch hier die Möglichkeit, den Druck sanft zu erhöhen. Tief, bewusst atmen. Nochmal ganz tief einatmen und vollständig aus. Langsam wieder zurück zur Mitte. Das war die spontane, versprochene Nackenübung. Kann man jeden Tag machen, auch am Arbeitsplatz. Und jetzt kommt noch unser Endgegner für heute, wovon ich im Intro gesprochen habe. Und zwar dehnen wir das Gesäß, den Gluteus. Das macht man nicht oft. Dementsprechend ist es fein, ist es angenehm. Du kannst jetzt entweder, wir haben da ein paar Optionen, aber es ist nicht kompliziert. Entweder du gehst in den Schneidersitz, ein Bein ist vorne, eines hinten und du lehnst ihn nach vorne und spürst es im Gesäß. Wir wechseln dann die Seite, dann kommt das andere Bein vor und wir lehnen uns nach vorne. Option 1. Option 2, du drehst dich etwas, bringst das rechte Knie nach vorne, sodass es vorschaut und steigst mit dem linken Bein darüber. Wenn es sich ausgeht, wenn es angenehm bleibt im Knie. Sollte ein stechender Schmerz im Knie sein, bitte die andere Variante wählen. Achte darauf, dass du nicht auf der Ferse drauf sitzt, sondern wirklich mit beiden Seiten vom Hintern auf der Matte bleibst. Und dann lehne da nach vorne. Du kannst versuchen, die Knie mehr und mehr übereinander zu bringen. Flex die Füße, also die Füße anspannen, um die Knie etwas zu schützen. Und dann lehne da nach vorne. Du kannst die Hände ganz entspannt ablegen, wo du magst. Ganz egal, wirklich. Du solltest es im Gesäß spüren. Schreib gerne dann
unter dieses Video Skala 1 bis 10, wie intensiv diese Dehnung für dich war. 1 ist locker, ich spüre gar nichts, und 10 ist so. Dann kenne ich mich aus fürs nächste Mal. Der Rücken darf hier gerne rund werden. Das ist ein passiver Stretch. Die Muskeln locker lassen, nur die Füße ein bisschen anspannen. Hier noch halten für 3, 2, 1. Langsam wieder hoch. Gerne die Beine kurz ausschütteln. Und dann auf die andere Seite. Linkes Knie vor und das Bein drüber stellen oder beim Schneidersitz wechseln. Du kannst auch so bleiben. Wichtig ist, wieder nicht auf der Ferse sitzen und da nach vorne. Oder dann versuchen, die Knie zu stapeln, Füße leicht anspannen und das Gewicht nach vorne verlagern. Wenn du dich fragst, Mama Sel, warum ist denn das so unangenehm, warum ist das so intensiv? Weil wir das Gesäß selten dehnen und doch viel sitzen. Und wenn wir nicht sitzen, dann gehen wir oder stehen oder liegen. Also der Hintern ist irgendwie ist er immer mit dabei. Es nutzt nichts. Deswegen einfach öfter diese Übung machen. Das tut dir gut. Und auch hier ein letztes Mal probieren, ganz im Moment zu bleiben. Nicht schon die Zukunft zu planen oder an die Vergangenheit zu denken. Die Atmung hilft dabei, den Moment zu finden. Noch 3 Atemzüge. Komm langsam wieder hoch, streck die Beine aus, ausschütteln. Und dann hoffe ich, diese kurze, knackige Einheit hat dir gut getan. Bitte vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Schick dieses Video bitte doch auch an 2, 3 deiner Freunde. Das wird mir mega helfen. Hör dir gerne mal den kostenlosen Good Vibes Podcast an für ein achtsames und glückliches Leben. Und falls du dir denkst, boah, diese Übungen tun so gut, das Yoga tut mir so gut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Übungen richtig mache, das hat sich etwas komisch angefühlt, worauf muss ich achten, dann habe ich jetzt einen Online-Kurs gefilmt für dich, wirklich als Anfänger Schritt für Schritt Yoga zu lernen. Ich zeige dir dort Meditation, Achtsamkeit, Atemübungen und worauf du unbedingt achten musst. Du lernst unterschiedliche Yoga-Stile kennen, sodass du wirklich von überall aus Yoga machen kannst. Mit Video oder ohne Video ist dann ganz egal. Du lernst wirklich Abfolgen, Asanas, Übungen, kannst dir so deine eigene Routine bauen, die dann vielleicht jeden Morgen machen kannst, auch im Urlaub, vielleicht direkt am Arbeitsplatz, am Weg nach Hause, okay, am Weg nach Hause nicht, aber dann zu Hause kannst du machen. So überall da, wo es dir gefällt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Yoga-Kurs Schritt für Schritt lernen. Alle meine Angebote findest du wie immer unten in der Videobeschreibung und dann freue ich mich jetzt schon wieder auf das nächste Video. Auch hier kann ich sagen, es wird einen weiteren Teil von dieser Reihe geben. Also einfach dabei bleiben, ich wünsche dir alles Gute in der Zwischenzeit, alles Liebe, pass auf dich auf und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf der Yogamatte. Mach's gut. Ciao, ciao.